Los geht's. Nähern uns Landestelle 2. Okay. Speichert Inhalt. Ich weiß gerade nicht, was in der einen Zwischensequenz ist. Das Schiff ist sicher, Commander. Nanu, jetzt hör doch mal auf hier. Wir sehen schon, ich werde nicht so viel, also wenn dann die Gespräche stattfinden... Hier ist es wirklich schlimm, Commander. Überall Feinde. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Schon dabei. Wenn die Gespräche stattfinden und die Zwischensequenzen kommen, werde ich nicht so viel zum Reden kommen. Ich muss sagen, dafür, dass das Spiel das schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, sieht es gar nicht so schlecht aus auf der höchsten Grafikstufe. Hab das damals auch auf einer relativ niedrigen gespielt. Wir schauen erstmal in unser Inventar. Klicken Sie auf die Filterreiter, um zwischen den Gegenstandsarten hin und her zu schalten. Wählen Sie einen Gegenstand aus der Liste verfügbarer Modelle aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Ausrüsten, um ihn anzulegen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Universalgel, um den ausgewählten Gegenstand permanent in ein Universalgel zu verwandeln. Klicken Sie auf den Upgrade-Slot eines ausgerüsteten Gegenstands, um ein Upgrade auszuwählen. Gut, gut. Das ist die kurze Erklärung. Wir haben hier unsere Squad-Mitglieder. Hier ist Kaidan und Jenkins. So, hauptsächlich ist natürlich unser Shepard interessant. Wir können auch die Helme abnehmen, da können wir uns mal die Leute anschauen, wie sie... Gut, da haben wir ja schon gesehen, wie sie aussehen. Wir haben sie ja schon auf dem Schiff getroffen. Bei Jenkins können wir das seltsamerweise nicht machen. Sowas aber auch. Gut, und dann haben wir hier natürlich unsere Waffenauswahl. Momentan sieht das alles noch ziemlich leer aus. Ist auch logisch. Wir haben nur die Waffe, die wir derzeit angelegt haben. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ob das eine... Achso, nee, wir haben für jeden Waffentyp schon eine, wie es aussieht. Genau, gucken wir mal kurz. Richtig. Wir können die mit dem Mausrad durchwechseln. Jetzt haben wir gerade die Pistole mal in der Hand. Ich möchte aber mal die... Nee, jetzt habe ich die Pistole, oder? Das ist das Sniper, genau. Das Snipergewehr. Und jetzt haben wir das Sturmgewehr. Genau, mit dem möchte ich agieren. Drücken Sie zum Feuer die Maustaste. Was sind das für Dinger? Tote Dinger. Drücken Sie Q, um Ihre Waffe zu halftern. Das wollen wir gerade nicht machen. Sondern wir wollen zerstören. Okay, wir müssen schauen, wo wir hin müssen. Ich würde mal sagen, würde mal vorschlagen, wir gehen in diese Richtung. Das sieht doch aus, als ob wir hier weiterkommen könnten. Wenn auch nicht weiterkommen, dann zumindest ein Upgrade-Kit finden. Wir finden ein Rüstungs-Upgrade, das Stimulanzpack 1. Nehmen wir erstmal. Universalgel können wir später immer noch machen. Ja, den Kommentar kennen wir doch mittlerweile schon. Und dann muss ich erstmal schauen, wie genau das war, wo uns das angezeigt wird. Ich weiß das doch alles nicht mehr so genau. Wurde das jetzt direkt angelegt oder wie? Ach nein, hier. Jede Waffe hat wenigstens einen Waffen- und einen Munitions-Upgrade-Slot. Klicken Sie auf das Waffensymbol, um auf die Waffen-Upgrades für diese Waffe zuzugreifen. Über das Kugelsymbol erhalten Sie Zugriff auf die Munitions-Upgrades. Gut, Simulanzpack. Damit werden zielgerichtete Dosen von Adrenalin entlassen, um Regenerations- und Nachladezeiten zu reduzieren. Also 5% Abkühlungsreduzierung. Da es momentan das Einzige ist, was wir haben, rein damit. Gut. Hier ist uns nichts. Stecken wir die Waffe. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe auf die Granaten gedrückt, glaube ich. Stecken wir die Waffe doch erstmal weg. Und sprint mal ein paar Meter. Probieren wir es doch einfach mal hier drüben in der Ecke. Kommen wir hier durch? Nein, sieht nicht so aus. Okay. Dann müssen wir erstmal schauen. Am Anfang, diese Stelle hier, die fand ich auch damals schon total verwirrend irgendwie, weil man hier doch recht leicht vom Weg abkommt. Was ist hier geschehen? Aber das hier ist er. So, ich nehme die Waffe dann nochmal lieber wieder in die Hand. Man weiß ja nie. Okay, schnell speichern. Ich wollte nochmal gucken, wie lange es dauert. Und wir haben etwas entdeckt. Jenkins, nein! Okay, was hab ich denn für eine Waffe in der Hand? Sie sind eine Stufe aufgestiegen! Drücken Sie nach dem Stufeaufstieg U, um den Squad-Bildschirm aufzurufen und die Fähigkeiten Ihres Squads zu verbessern. Okay, machen Sie jetzt gleich automatisch. Klicken Sie auf ein Talent, um Punkte zuzuweisen. Ja gut, das ist logisch.
Bewegen Sie die Maus über das Talent, um weitere Informationen zu enthalten. Will Sie jedes Squad-Mitglied aus und dessen Punkte zuzuweisen. Ich habe ja auf automatische Zuweisung der Punkte bei den Squad-Mitgliedern gedrückt, aber bei unseren eigenen wollen wir das dann doch mal selbst machen. Und ich würde sagen, wollen wir erstmal das Sturmgewehr machen? Erhöht Präzision und Schaden. Das ist vielleicht nicht schlecht, wenn wir die Präzision vom Sturmgewehr erstmal ein bisschen hochnehmen. Okay, Punkte darauf. Haben wir noch weitere Punkte? Wo steht? Ach, hier unten 4 Punkte haben wir. Okay, Sturmangriffstraining. Erhöht Nahkampfschaden, erhöht Waffenschaden, verleiht die Fertigkeit Adrenalinschub. Soldat. Frontkrieger sind ausgebildet, um physischen Strapazen eines Kampfes zu ertragen. Verbessert die Gesundheit. Oh ja, unbedingt. Ermöglicht eingeschränkte Gesundheitsregeneration. Schmeicheln. Schaltet Schmeicheln die Optionen in Dialogen frei. Verringert die Ausgaben von Credits beim Kauf von Gegenständen in Läden. Ja, hier können wir jetzt wählen. Schmeicheln ist natürlich die gute Variante. Einschüchtern dann die böse Variante. Wir gehen auf das Schmeicheln. Das möchte ich auch relativ hoch halten, weil uns diese Punkte doch immer mal wieder neue Gesprächsoptionen ermöglichen, die bestimmte Sachen einfach einfacher machen. So, muss ich noch irgendwie speichern oder... Jetzt schauen wir bei Kaida an. Sind die Punkte vergeben? Gut. Dann kann es weitergehen. Für Jenkins hat es leider nicht gereicht. Sein Schild wurde förmlich zerfetzt. Er hatte nicht die geringste Chance. Oh, ich war gerade am Trinken, Verzeihung. Ja, Begräbnis können wir später noch machen. Manchmal sterben Marines eben. Der Rest von uns muss trotzdem weitermachen. Wir müssen immer noch den Sender finden. Jawohl, Sir. Okay, und weiter geht's. Da waren wir nur noch 2. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich erstmal, aber was willst du machen? So, ich muss nochmal schauen, wenn wir schießen, brauchen wir Energie. Oh. Wir sehen schon, dadurch erweitert sich auch unser Fokus ein bisschen. Wie war das mit der Energie? Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Unzählige Leichen. Ich werde mich jetzt umsehen. Ich versuche, sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. So, ich habe mal zwischendurch kurz Kaidan ein bisschen geheilt. Der hat doch schon einiges abgekriegt. Aber hier vorne finden wir ja schon wieder neue Gegenstände. Kühlkörper. Nehmen wir mit. Wir können kurz reinschauen. Ja, das kennen wir ja mittlerweile doch schon. Und den Kühlkörper wollen wir gleich mal aufs Sturmgewehr legen. Oh, wir haben mehrere? Nein, wir haben doch bloß das eine. Den Kühlkörper. Denn damit können wir Hitzeabsorption ein bisschen erreichen. Das heißt, wir können länger schießen. Die Waffen haben nämlich keine Munition in diesem Spiel, sondern man kann schießen, bis die Waffe überhitzt ist. Tötet sie alle! So, dann müssen wir nochmal schauen, wo wir unser Scharfschützengewehr haben. Scheiße. Ich mach's dann doch mal vielleicht. Ah, jetzt hab ich's sowieso grad. So, ich weiß gar nicht, was für... Sind die Dinger mit Gastaschen gemeint hier? Diese lustigen... Ah! Okay. Ach, so können wir das... Okay, ich muss erstmal wieder reinkommen. Stimmt. Wir können das Spiel zwischendurch anhalten, indem wir die Space-Taste drücken. Und dann steht das Spiel und wir können bestimmte Anweisungen geben. Wir können zum Beispiel unsere Waffe wieder zurückwechseln. Können auch... Anweisungen für Kaidan zum Beispiel jetzt geben, indem er sich bewegt, angreifen soll, halten soll die Position oder sich sammeln soll mit uns. Ja, und so können wir dann auch auf unsere Kräfte hier oder auch auf die Kräfte anderer zugreifen. Das ist hier ja die Kaidan-Leiste. Da kann man ruhig hier Sturmgewehr, komm, ab geht er. Und dadurch können wir dann taktisch auch ein bisschen besser vorgehen. Wieso ist das Schnellspeichern denn fehlgeschlagen? Sind Feinde in der Nähe? So, sieht so aus. Am Anfang alles kein Problem hier, das sind natürlich erstmal solche Einführungsgegner. Die sind unten. Natürlich nicht so schwer. Deine Schilde. Ja, wirst du schon wieder aufbauen können.
So, neue Gegner. Wir haben sie schon gesehen. Sehen ein bisschen robotermäßig aus. Die Geth-Schützen. In diesem Spiel werden sie Geth genannt. Ab dem zweiten Teil heißen sie dann Geth auf einmal. So, neue Upgrades. Nehmen wir alles mit. Okay, wir können natürlich auch das gleich mal ausrüsten. Warum bringen die mir eigentlich immer wieder diese Info? Ich weiß es gar nicht. So, und dann legen wir gleich mal eins drauf. Minus 10 Abkühlungsreduzierung und hier haben wir plus 30% Giftschaden. Das klingt erstmal ein bisschen besser, würde ich sagen. Drum hauen wir das rein. Und für Alenko können wir dann einfach mal das Munitionsupgrade, wobei für die, was haben wir denn gerade, das Sturmgewehr. Doch, für das Sturmgewehr ist okay, weil ich ihn das sowieso habe ausrüsten lassen. Rein damit. Danke für die Hilfe, Commander. Oh, ist schon vorbei. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Und wir treffen auf Ashley Williams. Gunnery Chief Ashley Williams vom 212. Haben Sie hier das Sagen, Sir? Geben Sie mir einen Statusbericht, Williams. Wir patrouillierten gerade das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als Sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber Sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. Was ist mit dem Rest Ihres Squads passiert? Wir versuchten, kehrt zu machen und zum Sender zurückzugehen. Aber wir gerieten in einen Hinterhalt. Ich glaube nicht, dass noch einer der anderen... Ich glaube, ich bin als Einziger übrig. Haben Sie eine Ahnung, mit was für einem Feind wir es hier zu tun haben? Ich glaube, das sind Geth. Die Geth haben den Nebel seit 200 Jahren nicht mehr verlassen. Warum sind sie jetzt hier? Sie müssen wegen des Senders hier sein. Die Grabungsstätte ist in der Nähe. Gleich hinter der Anhöhe. Er könnte noch da sein. Die kommen mit uns, Williams. Wir brauchen diesen Sender. Jawohl, Sir. Es ist Zeit für eine Revanche. Es ist ein bisschen merkwürdig, dass die Autospur immer so ein bisschen abgeschnitten ist, wenn die anfangen zu sprechen. Was wissen Sie sonst noch über die Geth? Nur das, woran ich mich aus der Geschichtsstunde früher noch erinnere. Sie sind synthetisch. Nicht organische Lebensformen mit einer begrenzten KI, die vor vielen Jahrhunderten von Quarianern erschaffen wurden. Sie waren als billige Arbeitskräfte gedacht, wendeten sich dann aber irgendwann gegen die Quarianer und verjagten sie ins Exil. Danach verschwanden sie einfach hinter dem Perseusnebel. Seitdem hat man nicht mehr viel von ihnen gehört. Erzählen Sie mir alles, was Sie über diesen Sender wissen. Sie haben ein paar Ausgrabungen hier gemacht, um die Magnetbahn weiter auszubauen und die Kolonie zu vergrößern. Vor ein paar Monaten dann legten sie ein paar proteanische Ruinen frei. Und den Sender. Plötzlich war jeder Wissenschaftsexperte der Kolonie daran interessiert. Zu dem Zeitpunkt wurden wir beauftragt, die Stätte zu sichern. Über den Sender an sich weiß ich nicht viel. Aber ich habe gehört, dass einer der Forscher sagte, dies könnte die größte wissenschaftliche Entdeckung des Jahrhunderts sein. Was ist mit den Wissenschaftlern an der Ausgrabungsstätte passiert? Keine Ahnung. Sie hatten ein Camp in der Nähe des Senders aufgeschlagen. Das 232. war bei Ihnen. Vielleicht haben Sie sich besser geschlagen als meine Einheit. Erzählen Sie, was direkt vor dem Angriff passiert ist. Vor ein paar Tagen wurden wir von der Hauptkolonie aus nachts losgeschickt, um die Gegend zu sichern. Schien eine Routinepatrouille zu sein, bis die Geth kamen und uns völlig unvorbereitet erwischt haben. Haben Sie hier einen turianischen Spectre gesehen? Auf Eden Prime gibt es keine Turianer. Jedenfalls keine, denen ich begegnet wäre. Keine Ahnung, ob ich einen von denen überhaupt als Spectre erkannt hätte. Bei dem Kerl hätten Sie es erkannt. Er hat genug Feuerkraft bei sich, um eine komplette Kompanie auszuradieren. Glücklicherweise steht er auf unserer Seite. Mehr oder weniger. Entschuldigung. Wie ich schon sagte, keine Turianer. Los geht's. So, wir haben ein neues Teammitglied. Ashley Williams ist mit dabei. Wir haben auch ein paar Gegenstände erhalten. Das nehmen wir doch erstmal alles mit. So, und damit können wir wieder den Ausbildungsbildschirm öffnen, um auch gleich nochmal... Danke, dass ihr es gleich macht. Drücken Sie die Pistole, die Sie von Ashley erhalten haben, aus... Rüsten aus, natürlich. Indem Sie auf das Pistolensymbol klicken. Okay, klicken Sie auf die Waffe. Ist natürlich jetzt alles so ein bisschen unsicher hier erklärt nochmal. Wir schauen mal, Schaden ist auf jeden Fall besser, Schüsse bis Hitzelimit sind niedriger, aber nicht viel. Und Präzisionseinstufung ist auch schlechter, aber das wird, denke ich, durch den Schaden wieder wettgemacht an der Stelle. Da wir sowieso nicht weiter mit der Pistole machen, wechseln wir trotzdem mal auf die Striker 1. Und ansonsten bleibt eigentlich alles, wie es ist. Wir können nochmal kurz bei Shepard reingehen. Ja, wissen wir doch. Wie oft wollte mir das eigentlich noch erklären? Wir haben ja gerade die Panzerbrechend hier noch dazu gekriegt. Die macht aber bloß plus 15 Schaden gegen synthetische Ziele. Da bleibe ich dann doch lieber bei dem chemischen plus 30 Giftschaden. Das ist mir dann doch ein bisschen lieber.
Und hier vorne ist weiterhin bloß der Kühlkörper, das bleibt alles so wie es ist. Wir können aber bei Ashley dann mal vielleicht... Ja. Können wir das Panzerbrechende reinhauen? So. Also ich muss sagen, Kaidan werde ich so ein bisschen vernachlässigen. Ich nehme ihm das auch mal wieder raus hier. Weil der seine Biotik auch hat. Bei ihm ist es nicht ganz so wichtig, die Waffen hoch zu pushen. Ach so, ich kann immer bloß in jeder Sorte 1 anlegen. Das ist natürlich doof. Na gut, dann lasse ich bei Kaidan vielleicht auch einfach mal das drauf. Habe ich ihm das gerade einfach nicht rausgenommen oder wie? Ach so, ich muss auf leer gehen, natürlich. So. Hast du es jetzt rausgenommen? Wunderbar. Ashley, jetzt nimm's aber mal rein, bitte. Was war es jetzt? Radioaktiv wollte ich noch. Nee, es geht plus 1, wie es scheint. Okay. Dann würde ich sagen, behältst du das Panzerbrechende und legst mal hier. Machen wir es so. Legst du hier das andere drauf. Denn die wird bestimmt auch mal, weil sie eine Soldatin wie wir ist, einfach zur Pumpgun greifen. Der Sender ist am anderen Ende dieses Grabens. So, wir schauen gleich nochmal. Denn wir haben eine neue Rüstung erhalten. Die ist allerdings schlechter im Schadensschutz als die davor. Hat natürlich bessere Schilde und einen besseren Tech-Biotik-Schutz. Könnte man machen. Ich bleibe aber mal bei der Onyx 1. So. Das hier drüben hatte ich schon mitgenommen, genau. Ich behalte mal die Waffe draußen, da eiert er auch nicht so hin und her. Das sollten wir uns nochmal anschauen hier. Was haben die denn mit dem gemacht? Wozu aufspießen? Wozu sind alle hier aufgespießt worden, ist die Frage. Aber das werden wir schon noch rausfinden. Okay. Folge aber einfach den Anweisungen. Wollen ja auch nicht ewig hier bleiben. Okay, wir können aus der Deckung raus feuern, aber es ist gerade niemand da, auf den wir feuern könnten. Gut, mit S wieder aus der Deckung raustreten, ist logisch. Gehen hier in Deckung. Aha, jetzt haben wir auch jemanden, auf den wir schießen können dabei. Also ein bisschen der Deckungskampf erklärt hier für uns. Man muss ja herangeführt werden. Gut, der war schon tot. Und so können wir die Feinde dann auch töten, ohne selbst getroffen zu werden. Wieso ist die schon wieder schnell speichern? Gut, das hat sich erledigt. Stufenaufstieg, nicht für uns, oder? Schien für irgendjemand anders zu sein. Dann schauen wir uns doch mal die Ausgrabungsstätte an. Was ist denn hier passiert? Das ist die Grabungsstätte. Der Sender war genau hier. Er muss bewegt worden sein. Von wem? Von einem unserer Leute oder von den Geth? Schwer zu sagen. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir das Forschungscamp erreichen. Glauben Sie, jemand konnte hier lebendig entkommen? Mit viel Glück. Vielleicht verstecken sie sich im Camp. Es liegt direkt auf dieser Anhöhe, die Rampe da hoch. Schauen wir doch mal. Drücken Sie eben. Kleine Planänderung, Shepard. Vor Ihnen liegt ein kleiner Raumhafen. Ich will mich da mal umsehen. Ich warte dort auf Sie. Ja, drücken Sie eben, wenn Sie in einen Container kommen, um diesen zu öffnen. Schnell speichern F5. Wissen wir auch. So, da haben wir wieder einiges umzuschauen, ob wir nicht vielleicht was Besseres haben. Kann ich denn nicht diese Hilfstexte ein bisschen rausnehmen hier? Geht das nicht irgendwie? Mal den Helm abnehmen bei ihr. Okay, schauen wir mal. Die Hurricane hat auf jeden Fall einen besseren Schaden. Schüsse bis Hitzelimit ist fast gleich. Präzision ist ein bisschen schlechter. Bei der Schrotflinte ist es aber eigentlich egal, deswegen wechsle ich mal. Pistole haben wir. Striker, Kessler 1. Ja, die Striker haben wir sowieso schon in der Hand. Mein Präzisionsgewehr ist auch die Präzision niedriger, aber der Schaden höher. Ich probiere es mal. Ich probiere mal die andere. Mal schauen, wie das funktioniert. Wir können noch mal kurz schauen für Kaidan, ob wir da nicht vielleicht die leichte Menschenrüstung nehmen. Ja, das ist nämlich alles ein Stück besser. Bei ihr nicht unbedingt, also bei Kaidan die leichte Menschenrüstung rein. Das sieht ein bisschen seltsam aus, aber was soll's. Gut, weiter geht's. Speichern. Und weiterziehen. Noch mehr aufgespießte Menschen. Man muss sich echt fragen, was hier eigentlich passiert. Okay, wo ist die Anhöhe, zu der wir rauf müssen? Links, rechts, man weiß es nicht.
Wahrscheinlich eher links. Ich nehme erstmal hier drüben noch die Kisten aus. Oder auch nicht. Ach, ich laufe gerade zurück, sehe ich gerade. Das ist jedes Mal so, habe ich das Gefühl. An dieser Stelle. Aus irgendeinem Grund schaffe ich es nicht, hier die Orientierung zu behalten. Wir müssen natürlich nicht wieder durch das Tor durchgehen, durch das wir gekommen sind, sondern wir müssen da drüben wirklich die Anhöhe hochgehen, wie es uns geraten wurde. Machen wir das doch einfach. Ich glaube, ich sollte am Anfang, bis ich wieder ein bisschen reingekommen bin, die Folgen etwas länger machen, damit auch was passiert im Leben. Bisher haben wir ja noch nicht so viel geschafft.